Werte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Abgeordnete, liebe Gäste, liebe Meckelberger und Vorpommern. Schon Otto von Bismarck äußerte in einer Rede, die Bürokratie ist es, an der wir alle kranken. Und meine Damen und Herren, dieser Haushalt ist ja als besonders investiv gelobt worden hier schon. Im Schatten der Investitionen gedeiht auch der Amtsschimmel recht prächtig. Betrachten wir einmal die Stellenplanung verglichen mit dem Stellenbedarf für die Ministerien und die Staatskanzlei, der im Rahmen des Personalkonzepts 2004, fortgeschrieben 2010, ermittelt wurde, haben unsere Ministerien im Stellenplan für 2021 insgesamt einen Überhang von 380 Stellen. Das sind 17,7%, und wir beantragen deshalb eine entsprechende Einsparung im Bereich des Bildungsministeriums, die bedeuten würde, dass hier 13 Stellen am Ende des Tages eingespart werden müssen. Ja, im Bereich des Bildungsministeriums, wenn man die 17,7% zum Ansatz bringt. Vor allem soll hiermit der Prozess, dass Bürokratie stets neue Bürokratie hervorbringt, durchbrochen werden und den Steuerzahler entsprechend entlasten. Allein schon die Übertragung der Sportangelegenheiten vom Bildungs- auf das Sozialministerium verlangt eine Einsparung von Stellen nach unserer Meinung. Eine weitere Messung des Amtsschimmels sehen wir in den zahlreichen Hebungen, mit denen Ministerialbeamte in höhere Besoldungsgruppen eingestuft werden. Im Bildungsministerium sind dies 14 Hebungen, die wir ablehnen. Vor allen Dingen beanstandigen wir hier die trickreiche Methode zur Genehmigung dieser Hebung, indem nämlich entsprechende Senkungen von Besoldungsgruppen bei Stellen geplant sind, die gar nicht besetzt sind, also offensichtlich nur als Pool dienen, um daraus eine scheinbare Kostenneutralität bei den Hebungen zu generieren. Dies widerspricht dem Grundsatz der Haushaltswahrheit und Haushaltsklarheit. Dadurch wird der Aufbau vernünftiger Strukturen verhindert. In diesem Zusammenhang weisen wir auf die Einschätzung des Landesrechnungshofes hin, dass das Institut für Qualitätsentwicklung nicht Bestandteil des Bildungsministeriums sein sollte und eine klare Struktur wünschenswert wäre. Trickreich ist die Landesregierung auch bei der Finanzierung des geplanten Schulpaktes. Die dafür vorgesehenen 200 Millionen Euro für die nächsten 4 Jahre sind anteilig lediglich im Einzelplan 11 und dort ohne Bezifferung seiner Höhe als mögliche Entnahme aus der Ausgleichsrücknahme deklariert. Dazu gehört auch die geplante Anhebung der Stellen für die Grundschullehrkräfte auf die Besoldungsgruppe A13 bzw. E13 ab dem Schuljahr 2020/2021. Wie das Bildungsministerium hier dem Finanzausschuss mitteilte, handelt es sich um 7,84 Millionen Euro für 2020 und 18 Millionen Euro für 2021. Diese Maßnahme hat aber Auswirkungen auf den Einzelplan 7 und wird diesen in Zukunft jedes Jahr belasten. Neben dieser formalen Kritik ist unsere Kritik aber vor allem inhaltlicher und rechtlicher Art. In der Erhöhung der Grundschullehrergehälter sehen wir eine Verletzung des Abstandsgebotes zwischen den Besoldungsgruppen. Dieses Abstandsgebot wurde auch durch das Bundesverfassungsgericht bestätigt. Eine derartige Nivellierung der Lehrereinkommen wäre nicht nur bei einer Neueinschätzung der Ämterwertigkeit, möglich. Damit ist eine Angleichung ausgeschlossen, die rein zur Steuerung des Arbeitsmarktes erfolgt. Das heißt hierzu zur Gewinnung von mehr Grundschullehrern. Ein geordnetes Verfahren sieht anders aus. Es war schließlich schon lange bekannt, dass dieser erhöhte Lehrkräftebedarf aufgrund der mit dem Lehrerpersonalkonzept bereits vorgezeichneten Pensionierungswelle auf uns zukommen wird. Gewiss muss dazu die Attraktivität des Lehrerberufes gesteigert werden. Und auch dazu haben wir in mehreren Anträgen Vorschläge unterbreitet. Eine Einebnung des Besoldungsgefüges ist aber nicht das geeignete Mittel. Die Tätigkeitsmerkmale zwischen Grundschul- und Gymnasiallehrkräften unterscheiden sich nun einmal erheblich. Es ist absehbar, dass sich damit Unfrieden bei den Lehrkräften an weiterführenden Schulen einstellen wird und Klagen zur Anhebung auch ihrer Besoldungsgruppen ins Haus stehen. Wir beantragen deshalb die Streichung der Höherstufung der Grundschullehrung aus den Erläuterungen zu Titel 35901 des Einzelplanes 11.
In derselben Zeile der Erläuterung ist auch ein Sonderprogramm für die Doppelbesetzung von Lehrstellen vorgesehen. Richtig, aber sehr viel von der Bildung ist auch im Einzelplan 11 versteckt. Das gesamte 200-Millionen-Paket. Richtig. Ein gravierendes Ungleichgewicht sehen wir in der Maßnahmengruppe 75 des Kapitels 0750. Dies ist für die individuelle Förderung, Integration und Inklusion vorgesehen und beinhaltet für 2020 mehr als 2 Millionen Euro, aber nur weniger als 1%, nämlich 18.000 Euro sind für die schulischen Programme der Begabten- und Hochbegabtenförderung vorgesehen. Angesichts der Bedeutung hochintelligenter Leistungsträger für unser Land beantragen wir diese Mittel auf 180.000 Euro zu verzehnfachen. Das sind immer noch nur etwa 8% der genannten Maßnahmengruppe, aber damit sollte eine andere Akzentsetzung im Bereich der Begabtenförderung angestoßen werden. Nee, für die verfehlte Inklusionsstrategie, die dem Zeitgeist gehorcht und nicht der Vernunft, werden hingegen erhebliche Summen ausgegeben. Es ist gar nicht absehbar, welche zusätzlichen Kosten hier noch auf den Landeshaushalt zukommen werden. Es fehlen nämlich bislang klare Festlegungen, welche räumlichen und technischen Voraussetzungen die Schulen zum Zwecke der Inklusion bieten müssen und wie diese finanziert werden sollen. Wir fordern dagegen den Erhalt des bewährten und erfolgreichen Systems der Förderschulen, gerade auch für die Förderschwerpunkte Lernen und Sprache. Deutlich überfinanziert ist die Landeszentrale für politische Bildung im Vergleich zu den Landeszentralen der übrigen ostdeutschen Länder. Leisten wir uns in Mecklenburg-Vorpommern pro Einwohner mehr als das Doppelte an Ausgaben. Im Bildungsausschuss haben wir dazu Einsparpotenziale benannt und entsprechende Anträge gestellt. Ferner kritisieren wir, dass die Digitalisierung hier im Einzelplan zu wenig Aufmerksamkeit erhält. Die Landesregierung verlässt sich auf das Bundespaket zum Digitalpakt Schule und dessen Kofinanzierung. Aber auch hier gilt das Konnexitätsprinzip. Das Land darf die Schulträger bei der Erfüllung der Digitalisierung mit Leben und nicht nur mit Technik nicht alleine lassen oder auf Zeit spielen. Ein weiterer Problemkreis sind die Seiteneinsteiger. Auch für deren Ausbildung sind im Haushalt bereitgestellte Mittel nicht ausreichend, da die Seiteneinsteiger eine bessere Ausbildung als bisher benötigen. Diese sollte im Ergebnis dem Vorbereitungsdienst der regulären Lehrkräfte entsprechen. Meine Damen und Herren, wir haben im Lande nur so viel Bildung und Kultur, wie wir uns leisten wollen. Weil der vorliegende Haushalt da nicht genug leistet, können wir den Einzelplan 7 nur ablehnen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Auch das können wir gerne im Ausschuss diskutieren. Auch das können wir gerne. Wir sind. Ein Moment bitte. Herr Krüger, Sie haben das Wort. Ja, ich hatte mich schon bedankt. Vielen Dank aber für die Aufmerksamkeit.